Mit Baseballkappe und hochgezogenem Rolli vermummt, dringt er in eine Bar in Kopenhagen ein, schnappt sich eine Flasche und verschwindet wieder. Aufgezeichnet wird der Diebstahl von der Überwachungskamera des Ladens. Das Besondere, der Mann hat nicht irgendeine Flasche geklaut, sondern einen Rousseau Baltique Wodka, den teuersten der Welt. Die Flasche besteht aus 3 Kilo Gold und 3 Kilo Silber. Außerdem ist die Kappe mit Diamanten besetzt. Umgerechnet 1 Million Euro ist das edle Stück wert. Der Barbesitzer, der die Flasche von einem russischen Millionär geliehen hatte, suchte verzweifelt via Facebook nach dem Dieb. Der soll einen Schlüssel zu dem Laden gehabt haben, woher ist noch unklar. Inzwischen ist die Flasche wieder aufgetaucht, auf einer Baustelle nördlich der dänischen Hauptstadt, leer, aber ansonsten intakt. Und das ist wohl das Wichtigste, denn nicht der Inhalt ist wertvoll, sondern die Flasche an sich. Glück im Unglück also für den dänischen Barbesitzer. Er hat sie wieder, die teuerste Flasche, pardon, wohl eher die teuerste Pfandflasche der Welt.